Hi liebe Leute, hier ist wieder Marc und ja klar, könnt ihr denken, Bunnyhop hatten wir das Thema nicht schon mal. Ihr wisst, ich mache eher so einen Zweck-Bunnyhop. Ich habe heute den Björn dabei, der sich gerade ein bisschen warm fährt mit seinem Enduro 29er und schon ein bisschen Bunnyhop, ein bisschen Manual macht. Er ist früher Trail gefahren und er zeigt euch jetzt mal, wie ihr den höheren Bunnyhop hinbekommt. Ja, ich rufe ihn mal. Björn, ich krieg's ja nicht hin, jetzt musst du es machen. Wir müssen den Leuten mal höhere Bunnyhops für richtig hohe Hindernisse oder für Bunnyhop Contest. Ja, was bist du früher gefahren? Wo hast du das gelernt, so hoch zu springen? Wir haben früher so kleine Trial-Shows im Altstadtfest Brüdern gemacht und dafür haben wir uns angeeignet, hohe Bunnyhops zu springen, damit wir auf Paletten kommen. Gegebenenfalls sind wir sogar ohne Paletten auf die Motorhaube gesprungen von einem Auto. Also das sind so die höchsten Bunnyhops, die ich gesprungen bin. Ja, also ihr kennt den Björn ja auch schon aus ein paar Videos. Treppenspringen, Nosewheelie, steile Trails, Backwheel Hops, da hat er schon mal seinen Trial Background, wenn ich das so sagen kann, gezeigt. Und ja, die Hindernisse, die man normal im Wald hat und so, die kriege ich mit meinem Zweck Bunnyhop gut hin. Und aber so einen richtig hohen Bunnyhop, wie ihr ihn von Fabio Wippmer kennt oder so, auf eine Tischtennisplatte, seht ihr da hinten zum Beispiel mal eben locker drauf. Da muss noch mehr kommen und die Bewegungsteile, die uns da fehlen beim Zweck Bunnyhop, die werden wir euch jetzt erklären und vormachen. Also, der Björn macht jetzt mal den Zweck Bunnyhop vor und das, den ihr von mir kennt, dann ist auch oft so, das Vorderrad vielleicht ein bisschen zuerst landet. Und in den Videos, die ich gemacht habe, da ging es mir viel mehr darum, euch darauf zu sensibilisieren, dass ihr richtig abspringt, dass ihr den Manual-Impuls nutzt, dass ihr die Beine, die Absprungkraft nutzt und dann folgt das Hinterrad dem Vorderrad und konnte wieder zentral landen. Und ihr macht jetzt nochmal der Björn vor. Genau, also let's go! Da seht ihr ihn, kleines Hindernis. Okay, also man ist dann schnell wieder auf dem Boden. Und jetzt war sein Vorderrad stark abgesunken. Das ist halt gut, wenn man auch direkt wieder Bodenkontakt haben will und schnell wieder beide Räder gelandet haben will. So, er macht jetzt nochmal einen, so einen mittleren. Ja, sauber. Also, das kennt ihr jetzt schon. Ich verlinke auch unter dem Video nochmal die Tutorials dazu, wie ihr das Schritt für Schritt lernt. Und jetzt kommt es aber dazu, wenn man das Hindernis steigert. Wir haben hier den Rucksack. Da bitte nichts Porzellan reinstellen oder so. Den kann man jetzt ein bisschen verschieben und dann die Höhe steigern. So, also ihr seht, den Rucksack haben wir jetzt erstmal so relativ flach hingelegt, um warm zu werden. Kennt ihr die Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise, würden wir jetzt etwas höher machen. Weil das hilft halt sehr, mehr Höhe zu generieren, wenn man gezwungen ist, das zu machen. Natürlich muss die Bunnyhop-Technik dafür schon stimmen. Wenn man jetzt nur am Reißen ist und gar nicht richtig abspringt, dann sollte man auch diesen Schritt nicht gehen. Sondern wirklich sich mit dem Handy oder so abfilmen, ob auch alles sauber ist, bevor man noch mehr Höhe generiert. Ja, Björn, gefühlt, was würdest du sagen, musst du dann noch machen für mehr Höhe? Ja, um dann mehr Höhe zu generieren, ich muss auf jeden Fall mit dem Vorderrad schon mal höher kommen. Also ich muss Manual Impuls setzen, das Rad sehr weit hochkommen lassen. Dann habe ich die Arme gestreckt und dann ziehe ich die Arme etwas nach oben, mache eine Kreisbewegung nach vorne. In dem Moment kippt das Vorderrad nach vorne. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt hier euer Tretlager und in dem Tretlager ist wie so ein Besenstiel, die Achse. Und wenn ihr das Rad hochnehmt und umso höher das Vorderrad ist, umso höher folgt das Hinterrad, weil ich hier diesen Drehpunkt habe. Jetzt kommt noch ein bisschen Impuls beim Abspringen dabei und dann fliege ich. Vorderrad zuerst. Gegebenenfalls mit beiden auch gut. Nur Vorderrad kann natürlich auch doof sein. Je nach Situation sollte ich auf jeden Fall mit beiden Rädern landen. Wenn es nach unten geht und ich lande mit dem Vorderrad, ist Überschlaggefahr natürlich sehr groß. Deswegen sollte ich mich bemühen, mit beiden Rädern zu landen. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Aufnahmen. Ich habe auch schon mal einen reingeschnitten, jetzt in das Video. Und man sieht ja dann, dass du mit dem Körperschwerpunkt in diesem extremen Moment
dein, sag mal, die Hüfte sogar über dem Hinterreifen ist. Für das Landen mit zwei Rädern sehr hilfreich, oder wie willst du dann den ganzen Schlag wieder sauber abfedern? Ja, also ich muss zusehen, wenn ich das Rad oben habe, in der Flugphase nach vorne bewege. Ich starte so und drehe das Rad so. Dann habe ich einen halben Kreis gemacht, das Hinterrad folgt. Ich kann mich auf die Landung vorbereiten. In dem Moment sind die Beine mit angezogen. Automatisch, da das Rad, wenn ich es runterdrücke vorne oder nach oben vorne drücke, dabei geht es nach unten, möchte ich, dass das Hinterrad folgt. Und dazu muss ich Platz machen. Wie beim Pumptrack fahren, fährt das Rad jetzt in mich rein, geht ein Stück nach vorne. Ich kann vor der Landung die Beine strecken und dann wieder abfedern. So sollte es auf jeden Fall sein. Gut, wir machen ein paar Aufnahmen und ihr solltet euch, wie gesagt, selber dabei filmen. Und ihr werdet es auch fühlen, zum Beispiel kann es mal passieren, dass man zu weit hinten landet, wenn man gar nicht mehr das Timing so richtig gut hinbekommen hat. Also man landet und man ist mit dem Po fast noch über die Hinterradachse. Das kommt während des Lernprozesses alles mal vor. Und ja, wir haben das Hindernis gesteigert. Björn, let's go. Zeig uns mal so einen etwas höheren Bunny Hop. So, man hat jetzt auch das Landegeräusch, es war Butter, also sehr, sehr leise. Das ist sehr, sehr wichtig, weil manche Leute hängen in der Luft noch so mit Arm und Bein angewinkelt. Und wenn sie dann landen, können sie gar nicht mehr abfedern. Und bei Björn gerade war sehr schön, wie er dann die Landung sauber abgefedert hat. Ja, Björn, sollen wir uns noch ein bisschen steigern? Ja, gerne. Okay, also wir nehmen jetzt den Rucksack. Ganz wichtig, liebe Leute, ihr müsst immer Hindernisse nehmen, die nachgeben. Also zum Beispiel ein Pappkarton, irgendwas, was nachgibt, sich bewegt, weil es ist wirklich erhöhte Verletzungsgefahr. Ich habe das selber schon mal live miterlebt, wie jemand sich beide Handgelenke gebrochen hat, weil er auf eine Plattform springen wollte mit einer Betonkante. Und dann, es war so ein bisschen dämmerig, das Timing falsch war, genau. Und das gibt nicht nach. Also wenn ihr übt, dann nur mit Hindernissen, die nachgeben. Okay, also, Björn. Als kleinen Tipp von mir noch eben schnell dabei. Generiert ein bisschen mehr Abstand für Schwung. Das hilft hinterher auch bei der Höhe. Also, super Tipp von Björn. Und wir gucken gleich mal, wo ist der Punkt, da ist der Rucksack. Wo ist der Punkt, wo er abspringt? Ist das eine Bikelänge? Ich habe jetzt mal hier geschätzt, ich weiß nicht. Gucken wir uns mal an und vergleichen dann mal. Okay, also. So, mehr Anfahrtstempo als vorher. Okay, liebe Leute, also ihr seht das Hindernis. Ich schaue jetzt nochmal, wo, in welchem Bereich springt der Björn ab. Und er wird jetzt wieder mehr Anlauf nehmen. Also es ist ein hoher Rucksack, höher als meiner. Okay, so, und dann gucken wir genau hin. Ich schaue genau hin. Okay, also das Hinterrad war, glaube ich, hier an der Stelle dann völlig abgehoben. Ja, und dann hat er wirklich noch einen guten Impuls gesetzt, dass er da noch das Hinterrad drüber bekommen hat. Natürlich ist er noch weiter vorher eingeleitet den Impuls und dann ist das Hinterrad da abgehoben. Auf jeden Fall interessant zu sehen. Okay, nochmal eine andere Perspektive und schaut vor allen Dingen auf die Arme. Sauber. So, liebe Leute, also der hohe Bunny Hop, vorgemacht von Björn jetzt nochmal. Und ihr könnt euch auch vielleicht, wenn ihr da vielleicht Zeit habt, mal so ein Ding bauen, so eine Bunny Hop Hochsprungstange, die ihr so zwischen den zwei Balken habt, wo ihr immer steigern könnt. Ja, Björn, zeig nochmal, dass die Leute noch einmal die Bewegung sehen. Ja, und dann werdet ihr merken, da kann man sich steigern. Ja, Björn, wie ist das bei dir, wenn du ein bisschen spielen gehst mit dem Bunny Hop? Ja, der Bunny Hop ist eigentlich immer und überall dabei. So. Das
kleiner als Spaßtrick, weil man kann Wellen mitnehmen, man kann über kleine Hindernisse oder große Hindernisse. Urban, also in der Stadt, könnte er es nutzen, um auf kleine Mauern zu kommen. Ja, also spielen, Spaß haben. Ja, ja, also dann danke fürs Zuschauen und danke für Björn, dass er das uns gezeigt hat und erklärt hat. Und bleibt da dran. Ich glaube, ich muss auch noch mal ein bisschen üben. Ich will jetzt nicht auf mein schweres Bike schieben. Ich habe immer so 19 Kilo Bikes, weil ich ja viel im Bikepark bin. Und man kann ja auch nicht 10 Bikes haben. Jetzt nur ein leichtes mit viel Federweg, ein schweres mit viel Federweg. Aber ich habe auch schon Videos gesehen, wie jemand mit einem Downhiller über mindestens so einen Rucksack gesprungen ist. Also will ich mich da jetzt nicht irgendwie eine Ausrede suchen. Bleibt dabei. Wir sehen uns im nächsten Video.